Sie können eine Meditation betreiben wie eine Technik, wo Sie aber eigentlich nicht richtig reingezogen werden. Dann passiert auch nichts. Oder aber Sie können meditieren und es wirklich in sich aufnehmen und darin in diesem meditativen Vorgang verschmelzen. Und dann passiert es. Sonst passiert es nicht. Deshalb ist Meditation überhaupt nicht gleich Meditation. Und deshalb sagen auch die Meditationslehrer, dass man das nicht so auf Anhieb kann. Möglicherweise können es ein paar Leute auf Anhieb, aber die meisten müssen echt erst mal lernen, wie sie in diesen anderen Zustand kommen und wie sie sich auch darauf einlassen, diesen anderen Zustand überhaupt zuzulassen. Der ist ja ein Zustand, wo man dann auch die Kontrolle abgibt. Dann lässt man es geschehen. So loslassen ist die hohe Kunst. Und was Spannendes ist es, dass wir Menschen in der Lage sind, ein Ereignis nicht nur zu erleben, also wenn jetzt ihre Kinder reinkommen und sie in den Arm nehmen und so, dann ist das natürlich auch eine tolle Geschichte. Aber wenn sie es dann ein bisschen gelernt haben, dann können sie sich das auch so intensiv vorstellen, dass Kinder reinkommen und sie in den Arm nehmen, dass ihr Hirn das glaubt. Also das hört sich jetzt total blöd an, aber dass da oben im Hirn die gleichen Netzwerke aktiviert werden, als ob die Kinder wirklich da wären. Das haben sie jetzt mit ihrer eigenen Vorstellungskraft gemacht. Das ist Wahnsinn, dann kann man richtig messen, dass da bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet werden, bestimmte Bereiche im Hirn aktiviert werden. Das sieht alles ungefähr so aus, wie wenn die Kinder wirklich da wären. Diese Botenstoffe haben ja eine Wirkung auf das Hirn. Das heißt, sie erleben da einen Zustand, wo das alles wieder passt, wo das kohärenter wird, wo sie auch das Gefühl haben, dass sie da etwas hingekriegt haben, was sie sich selbst gar nicht zugetraut haben. Das ist dann übrigens der Augenblick, wo diese Botenstoffe erst ausgeschüttet werden. Und das führt dann dazu, dass auch im Gehirn diejenigen Bereiche, die bisher immer unter Anspannung waren und die nicht richtig so arbeiten konnten, wie sie das eigentlich gerne tun würden, weil sie dauernd von oben durcheinander gebracht worden sind. Durch die Angst und durch diesen Schmerz und die ständige Beschäftigung mit den Folgen und Erwartungen und keine Ahnung, was noch alles. Also da kommt so von oben her durch diese Beschäftigung eine Unruhe, die breitet sich immer mehr aus und erreicht am Ende auch die Bereiche im Hirn, die für die körperliche Regulation zuständig sind. Und dann kommen die auch noch durcheinander und dann ist klar, dann wissen die auch nicht mehr, was sie machen, sondern dann machen die das, was sie eben machen, wenn ihr, also dann spürt man das im Körper, dass da irgendwas durcheinander kommt. Das hat jetzt mit den chronischen Prozessen nichts zu tun, das geht ja immer so. Und dann können sie sich aber auch einfach nur vorstellen, dass sowas Tolles passiert ist. Dann merken sie das auch im ganzen Körper. Und dann kriegen sie auch dieses Kribbeln und die Schmetterlinge im Bauch und also so eine wunderbaren Körperzustände, für die wir gar nicht so sehr viele Namen haben. Das heißt, die Vorstellung wird genauso in den Körper übertragen wie das reale Ereignis. Da gibt es eine wunderbare Studie, die macht das nochmal auf die umgekehrte Weise deutlich. Wir Menschen haben eine große Angst davor, allein gelassen zu werden, ausgeschlossen zu werden, nicht zeigen zu können, was wir drauf haben, weil das unsere beiden Grundbedürfnisse nach einerseits Verbundenheit und andererseits nach Autonomie und Freiheit verletzt. Und jetzt kann man Männer, das heißt bezeichnenderweise ist das sogar mit Männern gemacht worden, die kann man jetzt in so einen Computertomographen legen, ihnen so eine Brille aufsetzen und dann dürfen die zugucken, wie sie in einer Mannschaft, irgendwie Volleyball oder irgend sowas, wie sie in einer Mannschaft mitspielen. Sie kriegen dann selbst ihr eigenes Ego sozusagen als grünes Männlein da vorgeführt. Und dann wird das Programm so geändert, dass die anderen Mitspieler den nicht mehr anspielen. Und dann stehen die immer da, wollen mitmachen und geht nicht, ja, kriegen keinen Ball mehr. Und dann scannt man das Hirn. Und dann sieht man, dann sind die gleichen Bereiche aktiv, die auch dann aktiv sind, wenn man körperliche Schmerzen hat. Das zeigt uns zweierlei. Einmal, dass seelische Schmerzen, die durch nicht gestillte, lebendige Grundbedürfnisse zustande kommen, genauso im Hirn verarbeitet werden wie körperliche Schmerzen. Und seelische Schmerzen fügen einem normalerweise immer andere Menschen zu, indem sie einen ausschließen oder zum Objekt machen.
Und zweitens zeigt es, dass allein die bloße Vorstellung, dass es passiert, völlig ausreicht, um dieses ganze Geschehen auszulösen. Denen war auch hinterher halb schlecht, die hatten auch weiche Knie, die hatten auch Schweißausbruch und Herzrasen. Das heißt, es ist dann auf der gesamten körperlichen Ebene spürbar und messbar, obwohl es sich eigentlich um eine Illusion handelt. Also man hat es sich ja nur ausgedacht. Oder es ist mit diesen Videobrillen ins Hirn rein übertragen worden und dann hat das Hirn daraus etwas gemacht. Aber Realität war das ja gar nicht. Der hätte ja auch in dem Scanner sich sagen können, macht mir nichts, ist ja nur ein Filmchen. Nee, aber man wird dann eben reingezogen und lässt sich reinziehen. Und das ist ähnlich mit Ihrer Meditation. Sie können eine Meditation betreiben wie eine Technik, wo Sie aber eigentlich nicht richtig reingezogen werden. Und dann sitzen Sie wie die Männer in dem Scanner und lassen sich gar nicht auf das Bild ein. Dann passiert auch nichts. Oder aber Sie können meditieren und es wirklich in sich aufnehmen und darin in diesem meditativen Vorgang verschmelzen. Also, und dann passiert es. Sonst passiert es nicht. Deshalb ist Meditation überhaupt nicht gleich Meditation. Und deshalb sagen auch die Meditationslehrer, dass man das nicht so auf Anhieb kann. Möglicherweise können es ein paar Leute auf Anhieb, aber die meisten müssen echt erstmal lernen, wie sie in diesen anderen Zustand kommen und wie sie sich auch darauf einlassen, diesen anderen Zustand überhaupt zuzulassen. Der ist ja ein Zustand, wo man dann auch die Kontrolle abgibt. Dann lässt man es geschehen. So loslassen ist die hohe Kunst.